Die Impfquote muss steigen, dafür werbe ich auch, aber eine Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig, denn die einmalige Impfung gegen Corona immunisiert nicht für das ganze Leben. Da, wo wir eine Impfpflicht haben, wie etwa bei den Masern, sagt die Weltgesundheitsorganisation, das Ziel ist die Ausrottung. Dieses Ziel ist leider beim Coronavirus nicht realistisch. Und alleine aus diesen beiden Gründen ist eine Impfpflicht nicht verhältnismäßig, wenn man das mit den Masern, wo wir sie haben, vergleicht. Weil ich als Ungeimpfter diskriminiert werde. Dann können Sie zur FDP kommen. Weil wir denn ja was geschenkt haben. Wir sind nämlich der Auffassung, dass Ungeimpfte nicht diskriminiert werden. Ach ja? Ja. Haben wir aber schon mal ein ganz anderes von Ihnen gehört. Ja, aber ich bin ja nicht Vorsitzender des BVB, sondern der FDP. Meine Meinung ist, in einer Gesellschaft, wo so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Deshalb sollen auch im Herbst Ungeimpfte zum Beispiel in die Gaststätte gehen können, vielleicht mit der Voraussetzung eines negativen Tests, den sie aber nicht bezahlen müssen, sondern das macht die Solidargemeinschaft. Sagen Sie jetzt. Und sagen Sie das auch noch nach den Wahlen? Das sage ich vor den Wahlen und nach den Wahlen. Und 2017 haben Sie gesehen, dass die FDP nach den Wahlen sogar bereit ist, Nein zu sagen zu einer Regierung, wenn sie ihre Zusagen brechen müsste. Nicht der schafft Stabilität, der Freiheit unterdrückt, sondern der, der Bürgerrechte garantiert. Stabilität eines Landes hängt von der Stabilität vor allen Dingen einer Gesellschaft ab. Die Freiheitsbedrohung in Deutschland, die kommt nicht mit Gewalt und laut daher, sondern sie kommt leise daher. Sie kommt mit allerlei Begründungen daher, mit oftmals auch gut gemeinten Begründungen. Zum Beispiel, wenn es um die Bürgerrechte geht. In solchen Zeiten kommen dann Parteien her und Politiker und sagen, das ist die Zeit, wo man wieder mal günstig Bürgerrechte, die uns sowieso ein wenig immer stören, scheibchenweise reduzieren kann. Freiheit stirbt immer zentimeterweise. Aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist und bleibt die Freiheit. Für die Impfpflicht, die gegenwärtig diskutiert wird, gilt dasselbe. Sie ist ein empfindlicher Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. Ich kenne die Gruppenanträge noch im Einzelnen ja nicht, aber ich sage offen, dass meine Richtung auch die einer Impfpflicht ist. Warum? Ich hatte gehofft, dass wir jetzt im Winter schon eine Impfquote von 85% hätten. Ich bin enttäuscht, dass die Impfbereitschaft so gering ist. In einer Gesellschaft, wo so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Wir kommen deshalb immer wieder in diese Situationen wie jetzt, wo Freiheiten für alle eingeschränkt werden müssen. Inzwischen gibt es auch Erfahrung mit den vorhandenen Impfstoffen. Und deshalb meine ich jetzt in der Abwägung, wir müssen uns öffnen für eine solche Impfpflicht. Das ist ein scharfes Schwert, aber ich glaube, es ist verhältnismäßig. Ich halte das auch für einen Beitrag zur Versöhnung der Gesellschaft insgesamt. Wenn deutlich wird, dass die Politik es sich nicht zu leicht macht, dass nicht gar parteipolitische Erwägungen eine Rolle spielen, sondern dass die ethische Abwägung im Zentrum steht und dass auch neue Erkenntnisse und Veränderungen der Lage eine Rolle bei der Entscheidung spielen. 2 mal 3 mal 4. Und 3 macht 9er. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tralahi, tralahi, trala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, wie macht, was dir gefällt. Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da. Und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr.